Spezialisten auf dem Gebiet des Apportierens sind Retriever. To retrieve, zurückbringen. Sie haben sich ihre kindliche Leidenschaft bewahrt, alles aufzunehmen und empfangen herumzuschleppen. Und wir schauen uns heute den Labrador Retriever an. Hi, ich bin Samira und finde eine verantwortungsvolle Auswahl des Hundes sehr wichtig. Denn hierbei geht es nicht um ein Statussymbol oder einen Modetrend, dem man hinterherläuft. Nein, hier geht es um ein Lebewesen. Und jede Rasse bringt ihre Geschichte und damit auch gewisse Eigenschaften mit und die müssen berücksichtigt werden. Deswegen gibt es hier immer mittwochs und sonntags um jeweils 11.15 Uhr eine neue Rassebeschreibung. Und heute im Rasseporträt der Labrador Retriever. Retriever bringen meist einen hohen Will to Please mit, ein freundliches Kontaktaufnehmen mit Fremden und eine geringe Bereitschaft, Revier und Ressourcen zu verteidigen. Territorialverhalten bringt der Labrador Retriever aber dennoch mit. Ihre Aufgabe ist das Heranbringen von geschossenem Haar- und Federwild. An der Jagd selbst sind Retriever nicht beteiligt. Sie müssen geduldig und unerschütterlich neben dem Jäger ausharren und dürfen nur auf Signal losgehen. Sie müssen sich im Zweifel weit außer Sicht entfernen und dürfen sich nicht durch äußere Einflüsse ablenken lassen. Dabei sollen sie Dornengestrüpp ebenso wenig scheuen wie eiskaltes Wasser. Es braucht also einen robusten, nicht zu sensiblen, schmerzunempfindlichen Hund. Wie nehmt ihr denn eigentlich den Labrador heutzutage in der Gesellschaft wahr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Der Labrador Retriever entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten weltweit zu den beliebtesten Familienbegleithunden. Ihr Ursprung liegt auf der großen kanadischen Insel Neufundland. In der Gegend von St. John's im Südostzipfel der Insel hielten Fischer arbeitsfreudige und wasserliebende Hunde, die zunächst dann auch eben St. John's Hunde genannt wurden. Um 1830 brachten Kabeljaufischer die Hunde nach England und rühmten auch ihre Fähigkeiten, Wasservögel zu apportieren. Der Earl of Malmesbury kaufte sie und benannte sie nach ihrer Heimat an der kanadischen Küste Labrador. Durch geschickte Zuchtwahl und Einkreuzung von englischen Vorstehhunden wurden sie zur modernen Rasse veredelt. Der Labrador ist anhänglich, verschmust, wildert in der Regel nicht, ist wachsam, aber nie aggressiv gegen Mensch und Tier und nur als Schutzhund ungeeignet. Er besitzt gute Nerven, ein ausgeglichenes Wesen und ist sehr selbstsicher. Als Modehund vermarktet, wird er aber zusehends weniger im Hinblick auf das rassetypische Wesen vermehrt. Achtet also auch bitte hier wie immer auf eine seriöse und vernünftige Zucht und macht euch schlau, worauf der entsprechende Züchter Wert legt. Man darf die erwünschten und rassetypischen Eigenschaften bei kommerziellen Zuchten ohne sorgfältige Auswahl der Elterntiere nicht einfach voraussetzen. Bei billigen und vorschnellen Käufen kann es leicht zu Enttäuschungen kommen. Welche Erfahrungen habt ihr beim Kauf eines Labrador-Welpen eigentlich gemacht? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Labradore sind grundsätzlich sehr gelehrig und leicht zu erziehen, aber auch diese Hunde erziehen sich nicht von selbst. Auch Retriever gehören zu den Jagdhunden, die züchterisch auf eine der letzten Sequenzen des Jagens, das Transportieren der zerlegten Beute, spezialisiert wurden. Sie haben jedoch die vorrangigen Sequenzen keineswegs vergessen. Unerzogen und sich selbst überlassen, gehen sie also sehr wohl auch eigene Wege. Ein Labrador braucht Bewegung und vor allem eine sinnvolle Beschäftigung. Er ist keinesfalls ein bequemer Hund, der einfach mal so mitläuft. Es gibt auch hier übrigens eine Show- und eine Arbeitslinie. Die Showlinie ist etwas kompakter und die Arbeitslinie ist etwas leichter. Achtet natürlich dann auch darauf bei einer Zucht. Empfiehlt das Video doch auch gerne Freunden, Familienmitgliedern oder Bekannten, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Labrador Retriever zu holen oder die sich einfach allgemein einen Überblick über verschiedene Rassen machen wollen. Der Labrador Retriever ist bestens geeignet für die Jagd nach dem Schuss, als Rauschgift-Spürhund, Minensuchhund, Rettungshund, Lawinenhund, Lindenführhund und natürlich auch als Familienhund. Er kann problemlos auch in der Stadt gehalten werden, braucht aber Auslauf und die Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Das kurze Fell ist recht pflegeleicht, er ist aber anfällig für Gelenksdysplasie, Netzhautatrophie, Epilepsie und Hautallergie. Ein Hund, mit dem ich mich jetzt übrigens wahnsinnig angefreundet habe, ist der Spinone Italiano. Zum Video kommt ihr hier. Lasst gerne ein Like für das Video da, wenn ihr es als hilfreich empfunden habt, haltet die Ohren steif, die Nasen feucht und schaltet doch gerne zum nächsten Video wieder ein, wenn wir uns dem Golden Retriever widmen.